Friederike Spieker hat sich wieder zum aktuellen Haushaltschaos der Ampel geäußert und ich will gar nicht lang drum reden. Schauen wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Herzlich willkommen zu Spiekers Corner. VWL für Einsteiger, mein Name ist Stefan Dudai und ich freue mich wiederum, Friederike Spieker begrüßen zu dürfen. Hallo. Friederike, im letzten Video, das will ich nochmal ganz kurz aufrufen oder aufgreifen, da hatten wir drei wichtige Botschaften. Eine, die gar nicht so selbstverständlich ist, man kann Staatsschulden stehen lassen, man muss sie nicht zurückzahlen. Ja, das ist richtig. Es kommt darauf an, ob die Wirtschaft wächst. Wenn die Wirtschaft wächst, dann nimmt der Anteil der Staatsschulden oder das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftskraft des Landes automatisch ab und dann verlieren sie an Bedeutung. Wenn man weiter Staatsschulden tätigt, also sich neu verschuldet, dann kann die Staatsschuldenquote konstant bleiben. Und das ist auch ungefährlich. Sie kann auch steigen, wenn man eben in bestimmten Notlagen was tun muss, also wenn der Staat sich da einsetzen muss. Aber was nicht sein sollte, dass der Staat auf Dauer seine Zinsen aus Krediten zahlt. Das funktioniert nicht. Na, das ist keine gute Erklärung. Der Staat sollte immer darauf achten, was die anderen Wirtschaftssektoren machen. Wenn die Unternehmen sparen und die privaten Haushalte sparen, dann muss der Staat automatisch einen negativen Finanzierungssaldo haben. Und wenn dieser Zustand jahrzehntelang anhält, ja, dann muss der Staat eben jahrzehntelang mehr Schulden machen. Und wenn, ja, das Wachstum sehr niedrig ist, dann wird die Staatsschuldenquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich steigen, so wie das in Japan die letzten 30 Jahre passiert ist. Aber Japan hatte ja keine andere Wahl. Wenn Japan keine Schulden gemacht hätte, dann hätten wir dort nicht Stagnation beziehungsweise ein sehr, sehr schwaches Wachstum gesehen, sondern dann hatten wir in Japan einen weiteren Verfall, eine dauerhafte Wirtschaftskrise gesehen. Also wenn die Unternehmen und die Privathaushalte beide sparen, dann muss der Staat sich verschulden. Anders geht es dann gar nicht mehr. Aber wenn die Wirtschaft wächst, kann der... Also wenn die Wirtschaft genügend wächst und bestimmt die Wirtschaftspolitik gut ist und das erreicht, dann kann der Staat auf hunderte von Jahren seine Zinsen immer zahlen, auch wenn er die Kredite nicht zurückzahlt. Genau, und das steht ja in der Schuldenbremse anders drin. Also da ist ja die Vorschrift, dass wir die Schulden, die jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit aufgenommen wurden, zurückzahlen müssen. Und das ist ziemlich unsinnig. Und das wird in den Jahren, ab wann das dann zählt, ich glaube, das fängt 2028 an, wird das zu großen Problemen führen. Und dass der Staat niemals pleite geht, jedenfalls unter den Bedingungen, die wir gesagt haben. Das führt ja jetzt schon zu Problemen. Die Unternehmen sind Nettosparer, die privaten Haushalte sparen auch. Der Leistungsbilanzüberschuss ist durch den Rohstoffpreisschock gefallen. Also jetzt kann der Staat ja eigentlich schon nicht sparen. Jetzt führt das ja schon in die Wirtschaftskrise. Wir haben in Deutschland aktuell eine Rezession und die wird sich noch weiter verschärfen, wenn die Bundesregierung weiter auf Austeritätspolitik setzt. Haben und dass man die Schulden nicht zurückzahlen muss und dann trotzdem die Zinsen zahlen kann. Das hat ja sogar der neoklassisch und liberal ausgerichtete Ökonom Lars Feld, den wir in unserem letzten Video eingeblendet haben, das hat er ja sogar gesagt und auch das ist deswegen auch deswegen spannend, weil der ja ansonsten vielleicht nicht in allen Punkten mit dir übereinstimmt. Ja genau, es ist eine rein mathematische Erkenntnis. Wenn das Wachstum über dem Zinssatz liegt, dann hat der Staat mit Neuverschuldung kein Problem. Aber der eigentlich volkswirtschaftlich spannende Teil ist eben, wie wir schon letztes Mal sagten, die Frage. Auch eine steigende Staatsschuldenquote ist kein Problem. Also das ist überhaupt ein problematischer Ansatz, die Schulden ins Verhältnis zum laufenden Einkommen zu setzen. Sowas würde kein Unternehmen machen. Man setzt die Schulden in der Privatwirtschaft immer ins Verhältnis zum Vermögen. Und der Staat hat natürlich den Vorteil, dass er das Gewaltmonopol ausübt und privates Vermögen im Zweifelsfall immer in staatliches verwandeln kann. Also der Staat muss auch gesamtwirtschaftlich denken. Das heißt, jetzt zu sagen, wir haben so ein laufendes Einkommen volkswirtschaftlich, unser Bruttoinlandsprodukt, das ist ja das Einkommen, was die gesamte Volkswirtschaft innerhalb eines Jahres hat. Und das setzen wir ins Verhältnis zu den Schulden. Das ist nicht sonderlich sinnvoll, sondern wir sollten das Vermögen, was es volkswirtschaftlich gibt, ins Verhältnis zu den Schulden setzen. Und dann natürlich nicht nur zu den Schulden des Staates, sondern auch zu den Schulden der anderen Sektoren. Und wenn ein Staat jetzt nicht über lange Zeit wenn eine Volkswirtschaft nicht über lange Zeit Leistungsbilanzdefizite gemacht hat, sich also gegenüber dem Ausland verschuldet hat, dann hat sie normalerweise keine dann hat sie keine Verschuldung. Denn die Schulden des einen sind immer das Vermögen von jemand anderem. Wenn man sich also nicht gegenüber dem Ausland verschuldet, dann ist Verschuldung kein Problem. Wie man denn Bedingungen erreicht, dass das Wachstum größer ist als der Zinssatz. Wann findet das statt und wann findet es nicht statt? Und kann es langfristig schiefgehen, wenn eben langfristig die Wachstumsrate geringer ist als der Zinssatz? Und wenn der Staat sich dann verschulden darf, so wie du dir das vorstellst, was ist dann die optimale Neuverschuldung? Wie viel darf er sich oder wie viel sollte er sich verschulden? Ja, also keine Regel dieser Welt wird um die politische Entscheidung, wie viel öffentliche Güter will ein Land haben, will eine Gesellschaft sich leisten und wie viel eben nicht. Da wird keine Regel helfen, das sozusagen formal zu lösen, sondern das ist ein politischer Entscheidungsprozess, der
immer wieder neu getroffen werden muss. Und die Finanzierungsfrage ergibt sich dann sozusagen im Nachhinein daraus. Also wenn der Staat oder die Regierung und die Gesellschaft eben beschließt, wir brauchen das und das an öffentlichen Gütern, dann tut der Staat gut daran, diese bereitzustellen und nicht zu fragen, kann ich es mir heute leisten oder nicht, sondern dann eben konjunkturabhängig auf diesen Ausgabenblock zu reagieren und zu sagen, ja, wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann muss ich eben einen größeren Teil dieser Ausgaben über Kredite finanzieren. Alles, wofür die realen Ressourcen vorhanden sind, alles das kann der Staat sich leisten. Und wenn sie gut läuft, die Konjunktur, dann muss ich nur einen kleineren Teil über Kredite finanzieren und den Rest halt über Steuern. Aber das ist sozusagen sekundär, das kommt danach. Also der Beschluss, was wollen wir denn an öffentlichen Gütern haben, der steht im Vordergrund und das ist selbstverständlich immer ein politischer Streit. Das ist ganz klar und muss auch ausgefochten werden, aber er kann eben nicht durch irgendeine starre Regelung bewältigt werden, dieser Prozess. Genau, und dieser Beschluss, was ist uns wichtig und was wollen wir politisch finanzieren, der steht und der sollte stabil bleiben, damit man dranbleibt, so habe ich das verstanden. Und wenn die privaten Haushalte und die privaten Unternehmen... Es war ja das Ziel der Neoliberalen, diese politische Diskussion auszuschalten. Die Schuldenbremse ist ein antidemokratisches Instrument, um das Haushaltsrecht des Parlaments zu beschneiden. Also das war ja das Ziel, die politische Diskussion auszuschalten. Es kommt eine Rezession und fangen an zu sparen und sich vorsichtig zu verhalten, dann kommt vielleicht wirklich ein, das passiert immer wieder. Und gerade dann muss der Staat die Möglichkeit haben, flexibel zu reagieren und ausgleichend, stabilisierend tätig zu sein. Genau, das ist der eigentliche Kern der Sache und daran hindert die Schuldenbremse uns. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, weil es gerade erst 2, 3, 4 Tage her ist, was du glaubst, wie der Kompromiss der Ampelregierung für den neuen Haushalt einzuschätzen ist, der jetzt ja gerade am Mittwoch veröffentlicht wurde. Ja, ich denke, dieser Kompromiss zeigt das ganze Elend, in dem sich eine Regierung befindet, die sich mit der Schuldenbremse befassen muss, wenn die Zeiten schlecht sind. Absolut gut zusammengefasst. Also dieser Kompromiss zeigt wirklich das ganze Elend, denn er wird nie und nimmer halten. Der Staat wird 2024 oder 2025 die Verschuldung hochschrauben müssen, wenn die Wirtschaftskrise nicht noch schlimmer werden soll. Also die Verunsicherung des privaten Sektors, also sowohl der privaten Haushalte als auch der privaten Unternehmen, die steigt jetzt. Das, was man sozusagen konjunkturell gehofft hat, dass der private Verbrauch bitteschön jetzt im ersten und zweiten Quartal die Konjunktur anschieben soll, das ist dadurch im Grunde genommen Schall und Rauch. Also die Prognose war vorher schon nicht gut, das hatten wir schon früher mal gesagt, aber durch diese Beschlüsse jetzt dürfte das noch problematischer sein, weil die Menschen wissen oder vermuten können, dass der Staat ihnen an vielen Stellen nicht mehr hilft, wie das vorher vielleicht besprochen war. Also diese Verunsicherung nimmt zu und das führt automatisch dazu, dass die Sparbemühungen der Privaten steigen werden, also das Vorsichtsmotiv, ich gehe mal mit meinem Einkommen vorsichtig um, also gebe nicht alles gleich aus, weil ich nicht weiß, was morgen kommt. Das dürfte zunehmen, dieses Motiv. Und damit ist die Vorstellung, dass die Konjunktur über den privaten Verbrauch angeschoben werden kann, meiner Ansicht nach völlig obsolet. 100%. Also da hat Friederike Spieker natürlich völlig recht. Die EZB hat ja zusätzlich auch noch die Zinsen angehoben. Und die Zinserhöhungen sollten ja genau das bewirken. Die Privathaushalte sollten mehr sparen und weniger ausgeben. Ich meine, wenn die Zinsen höher sind, dann lohnt es sich jetzt, ganz viel Geld auf die hohe Kante zu legen. Und gleichzeitig sollten die Unternehmen weniger Kredite nachfragen, ihre Investitionen zurückschrauben. Und genau das ist ja passiert. Wir sehen, wie der Immobiliensektor, gerade der Wohnungsbau in Deutschland, ja gerade kollabiert. Also wir sehen wirklich einen Absturz der Konjunktur in Bereichen, die in den letzten Jahren zumindest nicht heiß gelaufen sind. Und also wo soll da ein steigender privater Konsum herkommen? Also da ist viel Wunschtraum in den aktuellen Konjunkturprognosen noch. Und die sehen schon nicht rosig aus. Und werden wir uns dann alle paar Monate darüber streiten, was denn eine Notlage ist und was nicht oder ob wir eine Notlage haben? Ja, das ist genau der spannende Punkt. Der Herr Merz hat in Reaktion auf die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz ja schon genau dieses Problem aufgegriffen und er hat Folgendes gesagt. Und der Trick ist doch durchschaubar. Sie geben jetzt das Geld aus, das Sie im Klima- und Transformationsfonds haben. Sie geben das Geld aus, was Sie für die gesamten Transferleistungen in den Arbeitsmarkt aufwenden wollen. Und dann werden Sie uns zur Mitte des Jahres sagen, tja, das ist nun alles unvorhergesehen gewesen, was da in der Ukraine auf uns zukommt. Und jetzt müssen wir noch einmal die Haushaltsbeschlüsse überprüfen. Herr Bundeskanzler, das Grundgesetz sieht eine unvorhergesehene Notlage vor für die Überschreitung der Kreditgrenzen der Schuldenbremse. Sie wissen. Eine Notlage, also das ist jetzt Quatsch, was Merz hier erzählt, da brauchen wir uns auch nicht weiter ansehen, was der so sagt. Die Notlage, die im Grundgesetz steht, die ist nicht definiert. Der Bundestag könnte alles als Notlage deklarieren.
Also das ist völlig unscharf formuliert. So etwas hat in einer Verfassung auch nichts zu suchen. In einer Verfassung sollen die grundlegenden Regeln für eine Demokratie stehen. Also beispielsweise die Grundrechte, also dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir Recht auf körperliche Unversehrtheit haben oder dass wir geheime und freie Wahlen haben. Sowas sollte in der Verfassung stehen. Aber in einer Verfassung sollte nicht irgendein neoliberales Ideologieprojekt stehen, was das Haushaltsrecht des Parlaments einschränkt. Und dann sollten da erst recht nicht solche schwammigen Formulierungen bei einer außergewöhnlichen Notlage, die gar nicht mal klar definiert sind, die sollten in so einer Verfassung, die haben da nichts verloren. Also ich habe es immer wieder gesagt, die Schuldenbremse ist ein antidemokratischer Anschlag auf unsere Verfassung. Also die damals da reingeschrieben haben, die Parteien, das waren keine Demokraten. Also wer so etwas in eine Verfassung schreibt, der setzt seine neoliberale Ideologie, der setzt seine politischen Planungen über die Demokratie in Deutschland. Damit leben müssen, dass immer gestritten wird, ist eine Notlage jetzt absehbar gewesen oder kommt sie neu rein? Wir haben also einen kameralistischen Blick auf die Dinge, die wir eigentlich langfristig... Kameralistisch lösen. Heißt... Kameralistisch heißt, dass der Staat sozusagen Jahr für Jahr gucken muss und nicht wie alle Privaten längerfristig planen. Also das war tatsächlich eine ökonomische Denkschule, die dem Merkantilismus zugeschlagen wird. Also damit ihr das so mal so ungefähr einordnen könnt. In einer Welt, in der wir noch auf Almen leben und Jahr für Jahr gucken, wie die Ernte ist, mag das gehen. Aber in einer Welt, in der wir langfristige Projekte, sei es Infrastruktur, sei es Bildung oder so, planen müssen, da ist eben dieser jährliche Blick, jährlich zu beschließen, können wir es uns jetzt leisten, ist eine Notlage da oder nicht, können wir Kredite aufnehmen, ist verrückt. Das hat man ja gerade bei der Frage mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr erkannt. Da hat man gesagt, okay, das ist eine Aufgabe, die können wir nicht alle paar Monate oder alle paar Jahre neu und umentscheiden. Deswegen müssen wir das jetzt in die Verfassung reinschreiben mit einer Zweidrittelmehrheit, damit es auch ganz sicher drin bleibt und die nächste Regierung das nicht ändern kann und damit es eben auch vor der Schuldenbremse geschützt ist. Und das zeigt, wie unsinnig die Schuldenbremse ist. Also wir müssen jetzt alles, was wir langfristig... Und das zeigt die Prioritäten der Regierung. Die Investitionen in unsere Infrastruktur, Dinge wie die Kindergrundsicherung, die Sicherung der Renten, all das ist der Regierung herzlich egal. Aber wenn es da... worum geht, der Rüstungsindustrie dauerhaft fette Profite zu bescheren, dann schreibt die Bundesregierung doch mal unsere Verfassung um. Also das ist ja der Irrsinn der Schuldenbremse. Die führt, also man schreibt so eine Regel in die Verfassung und diese Regel führt dann dazu, dass wenn die Regierung etwas anderes als besonders wichtig, als noch wichtiger als die Schuldenbremse ansieht, jetzt diese extreme Aufrüstung, die sie gerade vorantreibt, dann schreibt sie einfach nochmal die Verfassung um. Dann schreibt sie dann noch ein Sondervermögen direkt in die Verfassung rein. Und da wir einen transatlantischen Grundkonsens in den ganzen Altparteien haben, wehrt sich da natürlich auch keiner gegen. Also die CDU hat dieses Bundeswehr-Sondervermögen ja mit in die Verfassung reingeschrieben. Beschließen wollen, um es vor der Schuldenbremse zu schützen, in die Verfassung reinschreiben. Das finde ich auch eine Degradierung unserer Verfassung. Es zeigt aber natürlich auch, dass unser politischer Prozess, auf was können wir uns in der Gesellschaft einigen und was hat auch Bestand, dass der ins Wanken geraten ist. Man kann sich eben nicht mehr darauf einigen, was bestimmte Werte, bestimmte Normen und Vorstellungen sind, was der öffentliche Sektor tun soll. Und das trägt zur allgemeinen Verunsicherung bei. Und es ist ja so, wir wissen, dass Unternehmen, die vom Staat mit Aufträgen versorgt werden, oder was heißt versorgt werden, also wo der Staat nachfragt, dass solche Unternehmen auch Vertragsstrafen in die Verträge reinschreiben. Das heißt, wenn der Staat morgen sich wieder zurückzieht, wir hatten das im Zusammenhang mit der Atomkraft, aber wir hatten das zum Beispiel auch bei diesen gescheiterten Mautvorstellungen des früheren Bundesverkehrsministers, dann kann ein Unternehmen auch sagen, Moment mal, jetzt habe ich angefangen mit der Planung und mit den Investitionen und jetzt ist schon wieder alles anders, da musst du mir eine Strafe für zahlen, lieber Staat, wenn du hier wieder aussteigst. Und das zeigt, dass die Privatwirtschaft tatsächlich in anderen Zeiträumen und Zeithorizonten denken und planen und arbeiten muss, als sich der Staat das über die Schuldenbremse und seinen kameralistischen jährlichen Blick erlaubt oder selber zugesteht. Und das passt nicht zusammen. Das müssen wir dringend ändern. Und das kann ich auch nicht mit einer Reform der Schuldenbremse bewältigen, die eben sagt, ja, investieren, das sollte der Staat schon auf Kredit können. Das hat mit dem Grundproblem gar nichts zu tun. Also meiner Ansicht nach muss die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz raus. Und dann müssen wir auch nicht alle langfristigen Projekte, die gemacht werden müssen, ihrerseits im Grundgesetz verankern. Und so dass man absolut basiert. 100% die Schuldenbremse muss ersatzlos gestrichen werden. Gut, dass Friederike Spieker hier das nochmal sagt. Die Schuldenbremse, ja, wie gesagt, die schränkt die Handlungsfähigkeit des Staates viel zu stark ein. Und da braucht man keine Reform, sondern man braucht eine ersatzlose Abschaffung. Zumal die Unternehmen in Deutschland seit 20 Jahren Nettosparer sind. Da muss der Staat sowieso dauerhafte Finanzierungsdefizite aufweisen. Anders geht es in so einer Situation überhaupt nicht. Wenn der Staat etwas anderes macht, dann schrumpft die Wirtschaft. Wir sehen es gerade.
dass Deutschland überhaupt sparen konnte, dass die Merkel-Regierung überhaupt Geld zurücklegen konnte. Das liegt ja nur an den riesigen Leistungsbilanzüberschüssen, die Deutschland hat. Und die sind ja kein dauerhaftes Wachstumsmodell. In diesem Sinne empfehle ich euch absolut, schaut gerne auf dem Kanal von Friederike Spieker vorbei. Schaut auch gerne auf dem Kanal von Walter Oetsch vorbei. Da war Friederike Spieker vor kurzem zu Gast. Das ist ein einstündiges Interview. Ich glaube, das schauen wir uns nicht zusammen im Stream an. Walter Oetsch hat auf seinem Kanal, darauf möchte ich auch nochmal hinweisen, einige sehr interessante ältere Beiträge zur Schuldenbremse. Ihr seht, da müsst ihr ein bisschen runterscrollen, die Schuldenbremse sei schon, zur Montpellier-Gesellschaft. Ihr seht, da müsst ihr ein bisschen runterspulen. Hier, die sind schon fast 10 Jahre alt. Das sind Uni-Vorlesungen, wo ihr über den Neoliberalismus und ja, das Wirken von Hayek und Konsorten aufklärt. Naja, in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Wir können nur hoffen, dass in unserem Land bald eine bessere Wirtschaftspolitik gemacht wird. Aktuell sieht es nicht danach aus.